Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern dass er selbst diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Mit diesem Wochenspruch wollen wir Sie und euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst am Sonntag Judica hier in der Stadtkirche. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Treue und Bund hält ewiglich und nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. In Psalm 46 heißt es: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brunnen, da die heilige Wohnung des Höchsten ist. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der den Kriegen ein Ende macht, der den Kriegsbogen zerbricht und Spieße zerschlägt. Seid stille und erkennt, dass der Herr Gott ist. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Amen. Wir wollen miteinander beten. Wohl den Menschen, die dich, Gott, für ihre Stärke halten, die dir von Herzen nachwandeln. Diese Worte hören wir wohl, aber oft sieht es in unserem Herzen anders aus. Dann sind wir ängstlich oder niedergeschlagen, mutlos oder verzagt. Dann scheint die Freude weit weg zu sein. Herr, du kennst die Last, die jeder von uns trägt, den Kummer, der uns manchmal die Luft zum Atmen nimmt. Herr, hilf uns, unsere Lasten zu tragen. Schenke uns Mut, hoffnungsfroh in die Welt zu sehen und das Wunder deiner Führung und der Schöpfung zu begreifen. Darum brauchen wir uns nicht zu fürchten, denn du bist unsere Zuversicht und Stärke. Amen. Friede werde unter uns, da berühren sich Himmel.
Liebe Gemeinde, es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, die 6 Tage vor der Passionsgeschichte geschehen ist. Aber sie gehört noch nicht ganz zur Passionsgeschichte. Sie handelt von Maria in Bethanien, eine Frau, von der Jesus selbst sagt, dass einmal von ihr gesprochen werden wird, überall dort, wo das Evangelium verkündigt wird. Im Johannesevangelium steht die Geschichte von der Salbung in Bethanien. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus lebte, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente bei Tisch. Lazarus aber war einer von denen, die mit am Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihren Haaren seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn nachher verriet, was für eine Verschwendung. Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Da sprach Jesus, lass sie, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Da erfuhren eine große Menge der Juden, dass Jesus in Bethanien war, und sie kamen nicht nur allein, um Jesus zu sehen, sondern auch Lazarus, den er von den Toten erweckt hatte. Aber die hohen Priester beschlossen, auch Lazarus zu töten, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Liebe Gemeinde, das ist eine ganz zärtliche und innige Geschichte zwischen Jesus und der Jüngerin Maria von Bethanien. Es ist auch eine Geschichte für unsere Zeit. Wie viele Menschen sehnen sich in unserer Zeit nach Berührung, nach Umarmung, nach Begegnung und Streicheln, einmal einen anderen Menschen im Arm halten, seine Haut, seine Hände, seine Haare zu spüren, das fehlt heute vielen Menschen. Wenn ich ältere Menschen spreche und sie frage, wonach sich am sehnlichsten wünschen, dann ist es, mal die Kinder, die Enkel zu sehen, sie zu berühren, einmal zu drücken, sie auf den Schoß zu nehmen und zu knuddeln. Es ist einfach ein urmenschliches Bedürfnis nach Nähe und Vertrautheit. Wir wissen, dass Kinder, die nicht berührt oder gestreichelt werden, seelisch verkümmern. Und da sind auch wir Erwachsenen nicht viel anders. Wir brauchen Nähe und Wärme anderer Menschen. Und darin ist unsere Pandemie und die Bekämpfung der Krankheit mit Abstand halten und Kontaktsperre sehr unbarmherzig und unmenschlich. Die Bestimmungen der Kontaktsperre sind natürlich wichtig und richtig. Unser Kopf weiß das, aber unser Herz blutet. Hoffentlich ändert sich das bald wieder, dass wir anderen Menschen nahe sein können und sie auch wieder berühren dürfen. Wir haben in dieser Corona-Zeit aber auch das andere erlebt. Ich habe mit wieder genesenen Patienten gesprochen, die von sich sagten, dass sie sich so elend gefühlt hätten,
dass sie gemeint haben, sie wären noch zum Sterben ins Krankenhaus gegangen. Aber dann haben sie erfahren, dass es von einem Punkt an wieder besser wurde und aufwärts ging und sie dann wieder gesund wurden. Es war für sie fast wie ein Wunder, dass sie heute noch leben. Jesus erweckt Lazarus von den Toten. Das ist sein letztes Zeichen. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihnen. Der Bruder Lazarus aber war einer von denen, die mit ihnen zu Tisch saßen. Zuerst einmal ist das einfach ein Besuch bei Freunden. Die Freunde ahnen ja noch nichts davon, von den dunklen Stunden, die bevorstehen. Deshalb bereiten sie ihm ein schönes Abendessen. Wie liebevoll muss die Atmosphäre unter den Freunden gewesen sein. Wir wissen, dass Martha eine gute und fleißige Köchin ist. Das ist sozusagen ihr Ausdruck der Liebe zu Jesus. Aber die Liebe Marias sieht etwas anders aus. Vielleicht läuft Maria durchs ganze Haus und überlegt, womit kann ich Jesus meine Dankbarkeit ausdrücken? Und dann fällt ihr Blick auf eine Karaffe, in der Salböl ist. Es ist ein ganz hochwertiges Salböl, aus Indien eingeführt, von unverfälschter und unverdünnter, kostbarer Narde. Wahrscheinlich hätte es noch verdünnt und verkauft werden sollen, und wir erfahren den Preis dieses Salböls, 300 Silberlinge, für damals ein unwahrscheinlicher Preis. Als ich vor Jahren in Israel war, habe ich ein kleines Fläschchen mit Parfum aus Narde und Jasmin gekauft. Es hat damals 30 Euro gekostet und da ist wahrscheinlich 1 oder 2 Gramm an Narde drin. Ja, wenn man sich das genauso vorstellt, im Größenverhältnis, dann wären 500 Gramm Narde wären so viel, wie in diese Flasche hineinpasst. Also eine Unmenge an kostbarem Öl, was Maria sieht. Es war wahrscheinlich das Wertvollste, was sie im Haus fand und was sie besaß und an dem ihr Herz hing. Dieser Schatz war vielleicht der Garant ihres Glücks gewesen. Und als sie dann dieses Pfund Salböl in die Hände nimmt, dann nimmt sie sozusagen ihr ganzes Herz in die Hand. Und nun kann sie keine Macht der Welt mehr aufhalten. Sie geht hinein in die Männergesellschaft, was eigentlich nicht erlaubt war. Sie geht hin zu Jesus, fällt vor ihm nieder und fängt an, seine Füße zu salben. Wenige Tropfen hätten ja normalerweise gereicht, um Jesu Füße zu salben. Doch sie gibt alles hin, was sie hat, und tränkt fast seine Füße, sodass das ganze Haus vom Duft des Öls erfasst wird. So unverfälscht und kostbar, wie das Salböl ist, ist auch Marias Herz und ihre Liebe. Sie gibt sich Jesus völlig hin. Sie muss hinterher die Füße trocknen und nimmt dazu ihr eigenes Haar. Paulus nennt die Haare der Frau ihre Herrlichkeit. Doch Maria weiß, dass ihre größte Herrlichkeit gerade gut genug ist, um die Füße des Herrn zu trocknen.
Und nun erfüllt nicht nur das Zimmer, sondern das ganze Haus der Duft des Öls. Und jeder kann die Liebe und die Dankbarkeit Marias förmlich riechen. Was lernen wir aus der Geschichte der Salbung durch Maria? Wir lernen, was Zuneigung bedeutet. Denn die Liebe der Jünger und Männer um Jesus herum ist lange nicht so rein und unverfälscht wie die Liebe dieser Frau. Da sitzt zum einen Petrus. Von ihm wissen wir, dass er in 5 Tagen Jesus verleugnen wird. Da sitzen die anderen Jünger, von denen wir wissen, dass sie in der Nacht der Gefangennahme geflohen sind. Und da sitzt zuletzt auch Judas, der Jesus mit einem Kuss verrät, weil er letztendlich nicht Jesus liebt, sondern das Geld. Es ist eine Geschichte voller Kontraste, eine Geschichte von Leben und Tod, Reichtum und Armut, von Geiz und Hingabe, von Berechnung und Liebe. Maria erkennt ihre Liebe und sie erkennt, dass Jesus kostbarer ist als alle irdischen Schätze. Ja, der größte Schatz ist im Vergleich zu Jesus nichts. Und deswegen schüttet sie das volle und ganze Glas Narde auf Jesu Leib. Und wie beurteilt Jesus diese Tat Marias? Da sprach Jesus: Lasst sie in Frieden. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Jesus stellt sich voll und ganz hinter Maria. Er nimmt ihre teure Danksagung und Anbetung an. Zudem schenkt Jesus ihrer Hingabe eine wahrhaftige Bedeutung. Denn ohne ihr Wissen hat Maria zur Salbung am Tag des Begräbnisses beigetragen. Das ist Jesu letzte und wichtigste Leidensankündigung. Maria hat so einen ganz besonderen Beitrag zum Begräbnis des Leichnams Jesu geleistet. Denn sie hat den wahren Namen Christi offenbart. Denn der Name Christus heißt übersetzt der Gesalbte. Ein Ehrentitel für Propheten und Könige. Und so war es Gottes Plan, seinen Christus vor der Dornenkrönung zum Messias zu salben, vor seinem Tod zum Begräbnis ihn mit teurem Öl zu balsamieren. Denn an dem Karfreitag, an dem Jesus dann kurz vor dem Sabbatabend zu Grabe getragen wird, ist keine Zeit mehr, Jesus einzubalsamieren. Erst am Ostermorgen kommen die Frauen und wollen ihn salben und finden ihn nicht. Es ist Jesu Königssalbung, bevor er am anderen Morgen als Sohn Davids in die Stadt Jerusalem einzieht. Diesem Plan Gottes hat Maria in Bethanien gedient, mit all ihrer Liebe und Hingabe. Amen. Jesu, meine ist im Herzen Wange.
Wir wollen miteinander Fürbitte halten. Barmherziger Vater im Himmel, Maria von Bethanien zeigt uns, was Liebe heißt, sich hinzugeben und Liebe zu wagen, sich keine Sicherheiten zu errechnen, sondern das Beste und Schönste hinzugeben, was wir haben. Du bietest uns deine Hand, deine Liebe, liebender Gott. Wir bitten dich für uns, wenn wir manchmal zögern, für uns, die wir uns manchmal an materiellen und moralischen Werten festhalten. Lass uns Schritte des Vertrauens wagen. Wir bitten dich für alle, die Angst vor der Zukunft haben. Schenke du ihnen Mut und Zuversicht. Wir bitten dich für alle, die im Stillen ohne Ansehen der Person anderen Hilfe leisten, die anderen seelischen und körperlichen Beistand geben, die Not sehen und sie lindern. Guter Gott, wir sind alle auf dem Weg und bitten dich um dein Geleit. Öffne unsere Hände für die, die unsere Zuwendung brauchen. Schenke uns offene Ohren für das Leid anderer, wache Augen für die Menschen, denen wir begegnen. Amen. Wir sprechen nun miteinander, so wie der Herr es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen unter dem Segen des Herrn in die kommende Woche gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.